Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Und wie ihr hier seht, ich habe ein bisschen umgebaut, weil wir das Ding letztens nicht heiß genug gekriegt haben. Jetzt haben wir fast 1000 Grad. Ich habe einfach noch einen zweiten davon gebaut, das Ding hier ein bisschen magnetisiert und dann hier so ums Eck und das Ding kombiniert die Energie von den beiden Dingern. Und ich habe festgestellt, man kann hiermit ein super Perpetuum Mobile bauen. Und zwar hat während das hier sich um 3 Mikrotesla entladen hat, hat das sich um 20 oder so geladen. Also theoretisch kann man daraus unendlich Energie holen, wenn man da was bastelt. Aber mal gucken. Willst du sterben, Kuh? Oder warum bist du hier? Naja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier richtig viel Litze. Jetzt können wir hier das Silicon Powder reinmachen. Und das Aluminium. Und oh, es funktioniert. Oh, ich bin happy, dass es funktioniert. Jetzt schauen wir mal, wie viel sich da verbraucht. Eins pro kompletten Arbeitsschritt, okay. Dann machen wir einfach direkt mal ein bisschen mehr Aluminium-Alloy. Ja. Ne, Aluminium. Moment mal. Aluminium, Aluminium, oh Gott, ich komme da so durcheinander. Aluminium. Ist das Aluminium auf Englisch? Mein Gott. Egal, ich sage Aluminium dazu, fertig, aus. Aluminium. Ja, das funktioniert. Das heißt, ihr könnt das jetzt erstmal ausschalten. Das Ding hier ist gerade ein bisschen... Es ist gerade ein bisschen heiß gelaufen. Aber jetzt ist alles aus, okay. Gut. Schauen wir mal, ob wir unsere Performance Engine jetzt weiterbauen können. Also, wir haben ja zwei von diesen Dingern hier. Ach, man kriegt zwei aus. Okay. Egal. Performance Engine. Zack. Okay, uns fehlt das da. Zack. Ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal gebaut, aber okay. Uns fehlt das hier, Elektrum, Gold, ja, please. Und das da? Ich habe keine Ahnung. Nee, das da fehlt, ne? Ich schau mal. Ja. Genau der Propeller hier unten. Und aus irgendeinem Grund haben wir schon wieder keine Zahnräder. Aber okay. So, zack. Und wir haben eine Performance Engine. Ausgezeichnet. Dann gehen wir mal hinter zu dem Zeug. Ich habe mir überlegt, wir sollten vielleicht mal anfangen, die Grundrisse von den Gebäuden irgendwie festzulegen. Weil aktuell kommt da ja hier nichts Halbes und nichts Ganzes raus. Und wow. Es ist ganz schön laut hier. Habe ich hier einen Soundmuffler abgebaut oder so? Holy. Oh, und wir haben kein Blaze Powder mehr. Deshalb steht die Produktion gerade ein bisschen. Aber die Tanks sind ja alle gerade... Boah, 14.000 Millimarkets. Ja, okay, das ist aber generell nicht schlecht. Der hier hat eh gerade nicht genug Hitze. Und hier ist noch ein bisschen was drin. Okay. Wir nehmen das Ding hier mal wieder mit. Weil ich will ja sowieso noch eine... Ist das denn da? Noch eine Stahlschmiede bauen und... Boah, die muss ja auch noch irgendwo hin, ne? Vielleicht hier so. Oder... Ja, die Stahlschmiede, die darf schon relativ nahe da sein. Ich würde sagen, hier so. Holen wir uns mal ein bisschen Holz und markieren das. Wobei... Holen wir uns mal ein bisschen Stein und markieren das. Ich würde mal behaupten, Holz ist vielleicht nicht ganz so ideal. Stone. Ne, genau, Sonde. Stone. Jo. Ein Stone, drei Stone Bricks. Das ist ja ein Traum. Okay. Dann halt nicht. So, hier so habe ich mir das gedacht. Genau.
Hier kommt nämlich noch ein richtig großer Blast Furnace hin und so weiter. Und ja, erstmal unsere Performance Engine und sie steht falsch rum. Dann eine 16er Gearbox. Dann baue ich den Block hier ab. da muss dann noch eine 8er Gearbox hin und da muss dann. Ich brauche so ein Eck. Nee, zweige ich mir das schnell. Komm, das Ding ist so schnell gebaut. Da zweigen wir uns nichts ab. Wie heißen die? Bevel? Bevel, ja, da. Pam. Ach ja, Baseplates. So. So. Ja, am Sonntag ist ja auch kein Video gekommen und kein Livestream, gar nichts, Leute. Es tut mir leid. Weihnachtsstress. Kennt ihr wahrscheinlich selber, zumindest ein Teil von euch. Weihnachtsstress ist Wahnsinn. Aber dafür kommt heute ein Video und morgen ein Video. Oh yeah. Und ja, dann kann es noch Rost sein. und ja, dann gucken wir mal weiter. Es ist ein bisschen Drama, ich weiß. Aber hey, geht schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Nach Weihnachten ist wieder unproblematischer, aber während der Weihnachtszeit ist das alles nicht so einfach. So. Also, wir brauchen Jetfuel, wir brauchen Wasser und wir brauchen ganz viel Speed. Und der hier braucht auch Wasser und Ethanol Crystals und noch irgendwas, was mir jetzt gerade nicht. Und Blaze Powder. Und dann haben wir genug hier. Okay, wir brauchen noch eine 8 zu 1 Gearbox. Und ja, eine 8 zu 1 Gearbox. Schauen wir mal. Gearbox. Ah. 8 zu 1, perfekt. Wir machen natürlich wieder aus Diamant, einfach weil wir es können. Und weil es halt viel weniger Lubricant braucht. Und ich brauche davon noch viel mehr. Und weil wir mehr Diamanten als Eisen haben. Wobei, langsam mache ich mir Sorgen, dass es vielleicht bald nicht mehr so ist. Bei der Verschwendung hier, aber gut. Wir kriegen das schon irgendwie. So. Nee, ich war nicht 16. 8 zu 1. Zack. Okay, und nochmal. 8 zu 1 habe ich noch so. Habe ich natürlich nicht. Mount. 8 zu 1 Gearbox aus Diamanten. Und wie viele Diamanten haben wir eigentlich noch? 184. Ja, es geht langsam zurück. Muss man so sagen. Schlafen wir mal eine Runde. Wir brauchen auf jeden Fall in der Hölle eine Blaze Farm. Weil wir brauchen für alles Blaze Dust hier in diesem Mod. Das ist so Wahnsinn. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Zack, zack. 16 zu 1, 8 zu 1. Genau, hier muss ein Eimer Lubricant rein. Wo kann ich mir den abzweigen? Ich kann mir den hier nicht einfach rauskrallen. Nee. Kann ich vielleicht. Oh Mann, ich hätte viel mehr Lubricant herstellen müssen. Habe ich den Grinder hier rein? Ja. Dann diese Canola-Seeds. Genau. Dann brauche ich noch ein Reservoir. War klar. So, ein Reservoir.
Und dann diese Lubricant Hose. Also, dann bauen wir das Ding hier vorne ein bisschen um zur Lubricant Produktion. Ich habe keine Ahnung, ob das damit läuft, aber wir werden es gleich sehen. Ah ja, es läuft sogar. Cool. Aber 20 Sekunden Operation Time finde ich ein bisschen hart. Was ist das für eine 8 zu 1? Gut, die wird jetzt wahrscheinlich. Nein, wir probieren es. Wir probieren es. 8 zu 1. Oh. Okay, tschüss Gearbox. Das war vielleicht ein bisschen too much. Okay, ich sehe es hier ein. Bauen wir uns noch eine. Ne, wir können uns ja keine Diamant-Gearbox jetzt bauen, weil. Ja, dann müssen wir wohl oder übel den Grinder doch hier mit 20 Sekunden Operation Time reinhauen. So, und dann Reservoir und dann das da. Und idealerweise wird das Lubricant dann hier gleich ins Reservoir gepumpt. Schauen wir mal. Sind noch drin, hier sind 68, okay, so ein bisschen. Es geht ja nicht bergab, hier ist noch ein bisschen drin, okay. Aber das passt. Wir könnten natürlich mit einer Zentrifuge das hier auch noch zu Lubricant weiterverarbeiten, aber momentan ist mir eine Zentrifuge für den Spaß zu teuer. Rotational Dynamo, wofür habe ich denn den nochmal gebaut? Wofür ist der? Keine Ahnung. 100. Wir brauchen 1000, okay. Na gut, na gut. Hier 16 zu 1 ist zu hart, will ich da vorne nicht hinhängen. Weil wenn das Ding mir hochgeht, dann habe ich echt viele Diamanten weggeschmissen. Ah ja. Stahl. Der gute alte Stahl. Davon brauchen wir auch noch was. Ja. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir ein bisschen besser vorankommen, wobei wir haben ja schon mal die Konstruktion hier aufgebaut. Ach ja, ich brauche ja auch noch Ethanol Crystals. Dafür brauche ich auch irgendeine Fabrik. Ethanol Crystals. Sludge. Einen Fermenter brauchen wir dafür. Fermenter. Okay, der ist billig. Gott sei Dank. Fermenter. Okay. So. Und so. Und was ich auch noch bauen möchte, ist eine Lava Smeltery. Nein. Kann ich das irgendwie wieder? Och nee. Ernsthaft. Jetzt habe ich irgendeinen Mist gebaut. Ah. Boah, ich habe keinen Stahl mehr. Oh Mann. Gut, dass hier gerade was produzieren wird. Okay, ich habe keinen Gunpowder mehr. Da müssen wir bald mal wieder Creeper farmen gehen. Dafür brauchen wir auch eine Farm. Auf jeden Fall brauchen wir die. So. Dann Lava Smeltery. Okay, ich brauche richtig viel davon. Zwei Reservoirs.
und drei billige Öfen. Das kriegen wir gerade noch so zusammen. So, sehr schön. Meine Güte. Genau, und einen Rockmelter wollte ich auch noch bauen. Aber da fahren wir wieder keinen Stahl. Oh, wow. Iron. Das packen wir mal wieder in die Smeltery rein. Ich sehe schon, bis zur nächsten Folge muss ich wahrscheinlich ein bisschen farmen. 1000, sehr schön. Zack. Zack. Weißt du was? Ich baue die 8 zu 1 da vorne mal dran. Die dürfte eigentlich nicht explodieren, weil es für genügend Energie ausgelegt ist. Mein Gott, ich dachte gerade schon. So. Okay, es geht deutlich schneller. Vielleicht wird es noch schneller gehen, aber übertreiben wir es mal nicht. Doppelte Geschwindigkeit ist schon mal ganz nett. Gut, hier wird weiter fleißig Lubricant erzeugt. Wir haben unsere Lava Smeltery, die stelle ich mal dahin. Sie braucht auch noch zusätzlich Power. Okay. Alles klar. Und ein Fermenter, der natürlich auch Energie braucht. Aber von hinten, okay. Dann macht es aber mehr Sinn, wenn ich dahin den Fermenter baue und dahin die Lava Smeltery. Dann kann ich hier die Erde wieder hinmachen. So. Wie viel Power braucht der? Wo ist mein Buch? Kann ich hier eigentlich rechtsklick? Ne, warte, ich kann ja im Fermenter hier drauf. Haha. Und zwar braucht er einfach nur ganz wenig Energie. Das ist schön. Dann nehmen wir hier eins von denen. Die brauchen wir eh nicht mehr. Und packen das da dran. Ups, das war schon richtig. So. Und eine Redstone Torch. Reicht das, wenn es da ist? Jawohl. Und Wasser hättest du gern, okay. Wasser. Ganz ordinäres Wasser. Ups. Nee, du willst kein Wasser. Du willst Wasser. Okay, ein bisschen Wasser ist drin. Ah, ich habe die Redstone Torch weggespült. Ich verstehe. Denk mir schon, was denn jetzt los? Okay, Wasser und dann brauche ich noch irgendwelche Leaves und Seeds oder so, ne? Leaf habe ich natürlich nicht. Seed. Oder theoretisch habe ich doch Saplings. Eine ganze Menge. Nehmen wir mal hier die Hälfte. Und schmeißen das Ganze da vorne rein. Ethanol Crystals. Zack, zack. Ach ne, Yeast brauche ich dafür.
In jedem Fall. Und unten dann die Saplings. Okay. Wie kriege ich denn Yeast? Aus Zucker und Dirt. Okay. Schauen wir mal. Dirt sollte kein Problem sein. Und Sugar auch nicht. Machen wir 10 Zucker. Den Rest vom Zuckerrohr sollten wir vielleicht anbauen. Oder habe ich da schon irgendwo was angebaut? Nö. Das ist natürlich nicht so schlau von mir gewesen. So. So. Dann produzieren wir als erstes mal Yeast. Was ist hier los? Warum bewegt sich da nichts? Oh, nee, oder? Der ist entmagnetisiert. Dann schalten wir aber das lieber mal aus. Wir haben ja jetzt hier erstmal zwei Buckets. Oh Gott, was ist denn hier los? Ach, das Gerät hier ist so... Boah. Okay, damit produzieren wir jetzt hier Yeast. Genau, und die Lava Smeltery. Dafür brauchen wir noch einen Tank. Tank. Irgendwas Portables, sowas wie das da. Perfekt, Fluid Tank. Da holen wir uns jetzt nachher da hinten mal ein bisschen Lava ab. Und dann sieht das Ganze hier schon deutlich besser aus. Also wir haben einiges heute eigentlich geschafft. Wir haben hier ein paar neue Maschinen gebaut. Da vorne der Aufbau. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die kommt gleich morgen. Und ja, so langsam kommen wir, sag ich mal, unserem Ziel näher, den Bohrturm zu bauen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.